So, Männers, wunderschönen guten Abend wünsche ich euch zu einer neuen Runde Pro-Series. Leute, wie geht's, wie steht's? Sorry für die kleine Verspätung. Ich bin heute ein bisschen im Zeitstress gewesen und musste mich gerade noch kurz eben 10 Minuten einfahren. Und ich hoffe, das wird heute gut. Wir gehen heute ganz zuversichtlich an die Sache heran. Ja, woo! Wie geht's, wie steht's, Leute? Alles fresh? Ich hoffe, euch geht es wunderprächtig. Wochenende steht fast schon wieder vor der Tür, Leute. Es ist wieder Zeit für Pro-Series. Es ist Zeit für Valencia. Wird gut, hoffentlich. Also so oder so wird's wieder mal, egal wo, auf der Strecke. Ob ganz vorne oder irgendwo weiter hinten oder egal. Pro-Series ist überall Action, überall verschwitzt. Deswegen, ich kann's. Heute wird Überraschungspaket. Kompletti tutti. Mal gucken, was dabei rauskommen wird. Lassen wir uns überraschen. Mehr kann ich euch noch nicht sagen, weil ich bin jetzt gerade mal so ein bisschen gefahren, so ein halbes Stündchen. Und eigentlich eine Zeit, die ich gefahren bin, war ich gar nicht so unzufrieden mit, aber dann wird es wahrscheinlich wieder so ein. Ja, man hat halt nicht unendlich viel Zeit im Quali. Und wir haben es die letzten Male gesehen, wenn du deine Runde dann nicht zusammenkriegst und die fehlten Zehntel, schwierig. Schwierig, deswegen, es könnte alles dabei sein heute. Aber ich habe schon von Noah gehört, Noah ist ready. Noah hat Bock. Und Noah war gestern auch schon gut dabei. Glaube ich. So ein bisschen. Aber wir gucken, Leute. Erstmal einen wunderschönen guten Abend an euch alle. Tobi Wan, der Hans Olsen, der Capitano. Der Shiro natürlich auch am Start. Was geht, Junge? Gamer for Life, Dominik Möx, Detailing Studio, der Leo, der Lukas, der Broken Champ, Amitage, Tasch, Andreas, Brinki, Knipser, Bademeister, Security Dog. Was geht, Leute? Toni, Partizan. Genau, schon mal direkt eine wichtige Sache vorweg. Es gibt alle, die sich hier für Gaming-Stühle, generell sehr geile Stühle für einen Schreibtisch interessieren. Unser Partner Noblechair hat gerade eine geile Rabattaktion, da gibt es bis zu 50%. Könnt ihr gerne mal auschecken. Werde ich auch nochmal häufiger heute darauf hinweisen in dem Stream. Ich habe hier auch einen Noblechair, bin sehr zufrieden damit. Das sind sehr geile Stühle. Wer da interessiert ist, wer da gerade auf Versuche ist, kann da gerne mal bei den Jungs und Mädels vorbeischauen. Genau, Dodo, moin, Rios, moin, Bastoleros, Stefan, Turbo, R, nochmal Tobi, Aspro, was geht? Moin, 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 moin. Snay, moin, Manuel, moin, Itz, Lars, moinsen, was geht? Leute. Ja, ich sag mal so, die ganze Woche bisher so relativ wenig ACC gefahren, so gut wie gar nicht eigentlich. Also eigentlich sind wir nur Le Mans Ultimate gefahren, wenn wir ehrlich sind. Ich habe ein Video gemacht für Le Mans Ultimate, wir haben einen Stream gehabt für Le Mans Ultimate, wir haben am Sonntag hatten wir auch noch einen Stream für Le Mans Ultimate. Das letzte Mal sind wir am Samstag ACC gefahren. Deswegen mal gucken, wie das hier wird. Wir starten gleich direkt rein, hier würde ich sagen. Warte mal, ich muss auch hier eben kurz noch mit einem anderen Socken anziehen. Nämlich, ich habe noch einen schwarzen und einen weißen Socken an. Das triggert hier wieder die Fußfetischisten. Das wollen wir ja nicht. Moin, Zane. Moin, moin, moin. Moin. Mitch, moin. Am 1. April wird es natürlich ACC geben. Wahrscheinlich so ein bisschen. Bisschen mehr als sonst. Ja, bisschen. Welches Lenkrad ich habe, mittlerweile habe ich auch unten alles verlinkt, müsste in der Stream-Beschreibung eigentlich verlinkt sein. Ein Grid MPX Lenkrad und eine Simucube 2 Pro Wheelbase. Ich werde mal eben kurz meinen Socken wechseln. Bin sofort da. Scheiß drauf. Ich habe jetzt leider nicht mein Gegenstück gefunden von meinem Polesetter Socken, aber ist egal, Hauptsache er ist weiß. Ja, Striptease. So, wollen wir eben kurz in diese Szene gehen. Da muss ich auch noch kurz die Kamera wieder anpassen. Moment, das machen wir auch noch mal kurz, weil Wir sind noch im Le Mans Ultimate Modus. So. Ah, fuck my life. Was habe ich jetzt gemacht hier? So, das war das. Da. Da. Ja, ich glaube, es ist doch fein, Leute. Es ist doch fein. So, so alles klärchen. Es wird auch ein Preview-Event, denke ich mal, geben. Also ich gehe stark davon aus, dass es das geben wird. Aber bis jetzt habe ich persönlich noch nichts gehört. Aber wie gesagt, das ist so ein fettes Ding. Das muss eigentlich was geben. Irgendwie in irgendeiner Form an Event. Red Bull Ring sind wir, glaube ich, noch gar nicht gefahren hier auf diesem Kanal. Kann das sein? Bis auf beim Preview-Event sind wir da gar nicht gefahren. Fällt mir jetzt gerade auch mal so auf. Ja, das ist schon krass. Also tatsächlich sind wir, also wurde die irgendwo noch in der Pro-Series oder so gefahren, die Strecke? Oder kam die nachträglich irgendwie noch mit rein? Kann auch sein, dass er erst in der nächsten Season irgendwie mit aufgenommen wird. Mhm. Jumbo, moin. Ja, also es wird auf jeden Fall viel Content zu der Nordschleife geben. Mit sehr, sehr, sehr großer oder zu 100%iger Wahrscheinlichkeit. Verschiedene Rennformate, verschiedene Endo-Formate. Es wird da wahrscheinlich einiges geben, ja. Aber was es da genau im Detail geben wird, mal schauen. Mal schauen. Genau. Wir gehen mal eben kurz hier zu den Jungs in Discord rein. Warte mal eben so. Guten Tag. Ja, perfekt. Okay, dann fahren wir uns auch noch mal kurz hier ein bisschen ein. Habe ich hier irgendwas abgespeichert? Natürlich nicht. Beste Leben. Quali. Laden wir einfach mal das Quali-Setup. Packen uns hier 3 Klicks rein. Rennsport weiß ich auch nicht momentan, was da Sache ist. Ich habe nur gesehen, dass da letztes Mal so ein Podcast irgendwie hochgeladen wurde, wo die darüber geredet haben, wie so der Entwicklungsstand ist und was da so Phase ist. Ich habe es mir nicht angehört. Ich habe nur gesehen, dass da was hochgeladen wurde, aber ich weiß nicht, auf welchem Stand die gerade sind. Keine Ahnung. Ja. Juten wir uns mal eben kurz weg. Mal... IMS2 hat sich die IMSA-Lizenz gekrallt, das stimmt. Auch sehr, sehr geil. Ich bin mal gespannt, was wir daraus machen werden. Ja, also eigentlich, auch wenn sie rein theoretisch alle Lizenzen hätten, die es da draußen gibt. Ne? Also es ist schön und gut, aber der Grundkern, womit das Ganze halt komplett belebt werden würde, wäre ein guter Multiplayer, ein gutes Multiplayer-System. Ähnlich wie es jetzt auch bei Le Mans Ultimate ist, man sieht... alleine, dass dieses System da mit drin ist, dass du regelmäßig Rennen hast, die auch gut besucht sind und so, dass du da ja einfach verschiedene Möglichkeiten hast, das macht schon so viel aus. Und dass man, klar, bei Le Mans Ultimate fehlt das noch, dass man sich selber Server hosten kann und so. Keine Ahnung, wann das oder ob das kommen soll. Aber das ist halt so wichtig heutzutage, weil rein aus dem Singleplayer, klar, es ist schön und gut, auch mal im Singleplayer zu fahren und so, kann auch Spaß machen. Aber der langfristige Erfolg hängt heutzutage fast immer vom Multiplayer ab. Wenn der gut ist, dann hast du die Möglichkeit, oder dann hat es wahrscheinlich mehr Potenzial. Und wenn er nicht gut ist, dann wird es halt nicht mehr viel gespielt, weil du denkst, was soll ich da jetzt fahren? Das 30. Mal gegen die KI in 2 Stunden rennen, so nach dem Motto. Ne, das motiviert die meisten Leute halt nicht. Und die meisten Leute wollen heutzutage halt Competition. Beziehungsweise, ne, davon wird das alles so ein bisschen belebt. So, wir fahren mal raus, würde ich sagen, oder? Bei DTR, Dankeschön. Für die 2 Euro. Grüß dich. Ja, moin. Hallöchen. Was ist mit Gumball? Wieso, wo ist der? Nicht im Discord. Ist er nicht da? Achso, weiß ich nicht. Nee. Ehrlich gesagt, nicht, dass der Mann hier durchzieht. Ja, er sieht so die Zeiten. Also, nee, Bruder, da muss ich los. Ich schwör's dir, Alter. Nee, keine Ahnung, ehrlich gesagt. No Jokes. Fährt eine Runde und direkt in Punkt 3 gefühlt. Ist der direkt in Punkt 3 gefahren? Nee, Punkt 4. Also, ich bin ehrlich, wenn ich hier eine Punkt 5 fahre, also bei den Bedingungen, die wir vorhin hatten, Dann wär ich voll zufrieden. Aber das ist auch wieder die Sache so. Ich glaube, die reine Pace, da kommt man relativ schnell drauf. Nur dieses konstant abrufen, direkt so. Das kriegst du erst mit dem Training rein so. Ja, das stimmt. André, Junge! Dankeschön für die 5er schenken. Ehrenmann, André. Wie geht's, wie steht's, Jung? Alles fresh. So, dann wollen wir mal ein bisschen grooven. Ne, heute haben wir keinen Sonnenschein hier, anscheinend. Eher so Abenddämmerung und eher kalt. Kalte Temperaturen. Eigentlich sind kalte Temperaturen für den McLaren eher schädlich, würde ich sagen, wegen dem Graining auf der Vorderachse. Oder würdest du nicht sagen, Noah? Ich würde nicht sagen schädlich, aber ich würde sagen, dass die anderen Autos da deutlich mehr profitieren. So, ich glaube BMW zum Beispiel, hat Nils damals auch gesagt, immer wenn es kälter wird, kam so die Zeit von dem BMW. Ja. Das war auch damals, weißt du noch, auf Imola, wo wir mit wem sind wir noch gefahren? Mit Max und Gumball oder so? Oder mit wem sind wir gefahren? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall irgendein Imola-Rennen, ich glaube VOM war das auch. Wo wir von 1 gestartet sind, wo Gumball diese kranke Pole geholt hat. Und dann haben wir die ganze Zeit gegen den BMW gefightet so. Und das war die ganze Zeit so auf einer Pace, dann konnten wir mal ein bisschen wegfahren zur Mittagszeit. Und dann, wo es dunkel wurde, Junge, wir hatten null Chance. Der BMW war so viel schneller pro Runde. Der war im Schnitt auf einmal 2-3 Zehntel schneller. Und das war dann halt, ja, einfach... Weil der BMW unter den kalten Bedingungen durch den Motor und allem im Vergleich zu dem Porsche besser performen konnte. Und halt auch wegen den Reifentemperaturen. Manche Autos können da besser mit umgehen. Ne, beim Porsche war es auch immer so, deine Vorderachse ist ausgekühlt. Und dann hast du halt hier und da mehr Probleme auf der Vorderachse. Und bei McLaren ist es so, du hast halt sehr schnell Graining auf der Vorderachse, bedeutet... durch kalte Temperaturen wird das Ganze auch nochmal ein bisschen verstärkt, hier und da. Bei DTA, Dankeschön für die Mitgliedschaft. Was geht? Da sollen wir uns mal hier konzentrieren und mal fahren. Ja, diese erste Kurve, ne? Das ist auch mal Krebs, wenn du die verpasst. Eklig. Ah, letzte Kurve. Jo. Zu weit, schade. Bleibst du komplett im dritten in der Kurve oder gehst du vorne im zweiten? Ja, dritter. Komplett? Komplett. Wild. Ja, Junge, jetzt bin ich hier komplett lost. Hilfe. Aua. Ich muss noch... Oh, scheiße, LFM Livery Tool. Aber egal, das wird jetzt halt so ein Überraschungspaket bei mir. Auch mal über alle Schienen rutschen, nicht immer schön reinfahren. Ist so, da muss auch mal der Dirty Fahrstil hier an den Tag gelegt werden. Das, ja. Nix hier mit clean Inputs und so. Auch mal den Jardier machen und in der Kurve Gas geben. Oder vor der Kurve. Ich schwör's, ja. Let's go! Oh, kommt da der Vermisste? Man weiß es nicht. Wie das Auto hier rutschen ist unglaublich. Echt krank. Ich bin nur am Rennsport fahren. Nur am Driften? Ich schwör's dir. Guck mal, es sind die Giga-Zeit hier mit der 29.9. Junge, let's go, das wäre doch auch die, das wäre mindestens P24 gewesen im Quali. Aber mit 100 Liter, oder? Ja, ja, mit 100 Litern natürlich. Ich muss mal eben eine LFM-Livery-Tool anmachen. Ja, wir haben heute Seifenreifen, das ist gestört. Also, Marix, was ist dein Tipp? P1 bis P10 innerhalb? 2 Zehntel. Ich bleib bei meinen 2 Zehnteln. 2? Ja. Okay. Ich sag P1 bis P10 innerhalb 1,3 Zehntel. Na, meinst du so krass? Boah. Da bin ich froh, also gesagt, da wäre ich froh, gestern, wenn ich da drin wäre. Gestern, ja. Ich bin gestern waren die Konditionen, oder die Bedingungen, glaube ich, waren 21. Und ich bin eine 5 Low gefahren, weiß ich nicht mehr ganz genau, 5 Low. Mhm. Und, genau, dann daraufhin halt 0,7 war dann P7. Also ich glaube, dass Boosby eine 5 hoch oder eine 6 low gefahren ist und war damit 7. Krank, ne? P1 bis P10, selbe Zeit, ich call es. Ja, Shiro. Selbe Zeit, Junge, stell dir mal vor, 0,000, 10 Plätze. Also das passiert, dann gehe ich heute nach Lotto spielen. Boah, Junge, aber Imola auch eine 29,4 jetzt gerade. Diese fahren alle 29,4 da vorne, Hilfe. Ich bin vorhin auch eine Punkt 5 gefahren, aber irgendwie hat es sich besser angefühlt. Warum ist jetzt Trash? Ja, eine 4 ist... Was durchgespielt? Warte mal, wie viel Uhr ist es? Es ist 59, Mabix. Ja, ich weiß, ich kopiere gerade hier die Session-ID. Junge, wie er nix sagt, der Fuchs. Ja, ich hab dir gerade auf den... Sonst wäre dein Stream immer noch nicht an. So. Ich hab dir extra Bescheid gesagt wegen deinem Stream, Junge. Ja, Ich hätte, ja doch, jetzt mittlerweile wäre ungefähr die Zeit gekommen, wo ich dran gedacht habe. Also ganz langsam so, ups, ich habe was vergessen. Oh, Dankeschön, Whisky für den dritten. Junge, Whisky, erst 3 Monate? Krass. Kommt mir so vor, als ob der Kollege auch schon ewig dabei ist. Bin noch nicht so lange dabei, aber immerhin sind es jetzt schon 3. Ist so, alle guten Dinge sind 3. Let's go. Wasser ist das Beste, so kaltes Wasser. Boah. I love it. Okay. 20 Uhr, Leute. 20 Uhr. Wir gucken, dass wir möglichst schnell auf den Server drauf kommen. Ist Gumball immer noch nicht da? Oder ist er wieder da? Hä? Ist Gumball hier wieder drin? Ja. Krass, aber er sagt nicht. Er sagt nichts. Der soll jetzt mal auf den Server joinen, das wäre ja... Gratulation, ja, das stimmt. Ja, yeah, Server ist da. Boah, ich bin bestimmt Zehnter. Ich sag, ich bin Zehnter. Dritter! Woo. Bah. Geil! Wer ist das da ganz vorne? Den Namen habe ich noch nie gelesen. Ey, wenn der jetzt gleich Pole holt... Digga, der hat Setup schon eingestellt, der hat schon TC1 drin. Wie ist der denn so schnell drauf gekommen? Grüne hoffe, Strecke? Ach du Scheiße. Ich hoffe, dass das kein Cheater ist, Alter. Cheater? Ich habe den Namen noch nie gelesen, bin ich ehrlich, also... Ja, ich auch nicht. Wird eine wilde Geschichte. Aber heute war... Fleischer ist neu, Tamo ist neu. Ja, die neuen Alten. Ist schon... Und der M. Möning, wer ist er? Den habe ich aber schon mal gelesen, glaube ich. Er ist einfach bester Fahrer. Ja? Nie gelesen. Er ist zweit... Also ich glaube, er fährt auch eine Punkt 5 oder eine Punkt 6. Ja, wer fährt, ich glaube, also du bist halt wirklich Außenseiter, wenn du keine Punkt 5 oder Punkt 6 fährst, ne? Du bist komplett Außenseiter hier, bist komplett irgendein Random. Du hast ja, Alter. Ah, schauen wir mal. Egal, die werden sich alle rauskegeln und wir werden gewinnen. Irgendwie so. Whisky! Ich gehe kurz pieseln, dass nicht dasselbe passiert wie gestern. Ja, besser nicht zu viel Druck machen in der letzten Kurve. Whisky, Dankeschön für die 5er Schenkten. Herzlichen Dank, Whisky. Lass eine 4 fahren, ist so. Einfach mal auch, wenn die anderen eine 5 und eine 6 fahren, musst du halt eine 4 fahren. Boah, also das wird... V-Chalk wird heute sehr stark werden, also der ist sowieso, glaube ich, so ein bisschen Valencia-Spezialist auch, also der fährt, oder ist, glaube ich, sehr oft früher Valencia gefahren und scheint hier sehr gut klarzukommen, auch mit McLaren, deswegen, also ich sag's euch, wie es ist, heute hier irgendwas in Richtung Top 10 wäre ein Erfolgserlebnis, bin ich ehrlich zu euch, weil es werden so viele Autos innerhalb von 1-2 Zehnteln sein und wenn wir dann ansatzweise in oder an den Top 10 sind, wäre das ein super Erfolg. Und den Rest müssen wir schauen. Grüne Strecke ist auch schon bodenlos, ne? Also grüne Strecke ist tatsächlich schon sehr rutschig, glaube ich, auf Valencia. Ja, aber du siehst auch, wenn du mal hier so durchs... Aloha. Hallo, wie geht's denn so? Was machst du denn? Also, was machen Sachen? Ist noch da? Keiner da. Ach Junge, ich war die ganze Zeit gemutet, Hilfe. Ich war sowieso wieder gemutet, Alter, ich habe ja wieder die... Was hast du gemacht? Dein Vater. Was hast du? Wieder Probleme mit OBS, dann Kamera wieder rumgespackt. Ah ja, perfekt. Ja, Mann, ist einfach völlig random. Manchmal wieder umgestellt und dann laggt die Kamera mit 3 FPS. Ja, bist du leben. Ja. Aber du fährst das Ganze mal mit, oder was, ne? Bitte? Du fährst das Ganze mal mit, ne? Ich fahr ganz normal mit, ja. Ah, okay, perfekt. Jawohl, da ist er, der Gumball. Leute, heute zu dritt, wann sind wir das letzte Mal zu dritt Pro-Series gefahren? Cota, da lief's ganz gut. Ach ja, Cota, ja, stimmt. Da waren wir auch alle 3 beisammen. Ganz nah beieinander. Ineinander sogar. Ah, ist so. Ja, wir fahren jetzt Butzby Setup, oder was? Ich nicht, ich fahre Hymo Setup. Nein, nicht. Ich weiß es aber nicht, also ich bin das Setup nicht gefahren von, also Boosby Setup. Natürlich. Ja, das bin ich da in unserem Sprout Cup gefahren, ja, aber... Ja. Aber meinst du, es ist gut? Also bist du das vorhin gefahren und war schneller damit? Ja. Ja. Keine Ahnung, ob ich damit schneller war, aber ich bin es halt immer gefahren. Sprout Cup, ich bin es in dem anderen Rennen noch gefahren, noch im anderen Rennen. Ich guck mal eben da rein, wie das so... Was da so ist, wie das so ist. Warte mal. Gumball, du fährst mit, oder? Ja. Okay. Hatte schon Bedenken, weil du irgendwie auf einmal weg warst. Ja, also, ich hatte wieder die üblichen Probleme mit allem. Perfekt. Also ihr fahrt jetzt alle Boosby-Setup, du auch Noah, ne? Ja. Also Rechner aus dem Fenster geschmissen, neu gestartet und jetzt geht wieder. Gumball. Ja, bitte? Was? Rechner aus dem Fenster geschmissen, neu gestartet und Windows neu aufgesetzt und jetzt geht wieder, sagst du. So ungefähr. Ich habe, glaube, wie oft habe ich neu gestartet? 3, 4 oder 5 Mal, ich weiß es gar nicht mehr. Perfekt. Hast du noch irgendwas geändert an dem Setup? Für Quali nicht, nee, tatsächlich nicht. Gar nichts? Okay. Also TC off, Tow habe ich gleich gelassen, ja. Ah, okay. Dann warten wir mal. Es sind noch ein paar Minuten. Fährst du jetzt raus noch bei grüner Strecke? Bin ich gerade am Rätseln. War es denn gestern auch schnelle Strecke? Oder wie war's? Ich glaube gestern nicht. Ich glaube gestern war keine schnelle. Ich glaube gestern war direkt im Practice schon optimal. Boah. Eigentlich ist das gut für mich. Ist so. Ja, safe. Das ist wirklich gut für dich. Weil dann können die Leute nicht ihre Gigapace so einfach so abrufen halt. Ja, ich kann dann meine schlechte Pace auch nicht so gut abrufen. Vielleicht wird dann aus meiner schlechten Pace irgendwie eine gute Pace. Minus mal Minus ergibt Plus, Leute. Wir wissen doch, wie er so läuft. Oh, Noah fährt raus. Mal zugucken, vielleicht kann ich noch was lernen. Ja! Ich habe die Leute schon abgeholt, aber die wissen schon Bescheid, Noah. Du musst das Ding heute hier wumpen für Sprout. Ist so. Ist so. Aber ich mache mir gar keinen Druck. Nee, nee, wenn ich P20 bin, dann bin ich P20. Ist egal. Ist so. Gestern haben wir es schon gezeigt, was es können. Ist so. Oh, in der letzten Kurve, da war so ein Giga. Junge, ich komme hier nicht mal mehr nach links. Geil. Aber ich schwör's dir, mehr. Ja? Gefühlt gleich viel Traktion auf dem Gas, aber. Ich warte. Ich fahre nicht bei grüner Strecke. Ich kann dir gleich hart stempeln. Das ist doch super. Aber du kannst halt Kurvenspeed nicht mehr halten. Also eigentlich, ich habe jetzt kein Rennsetup. Eigentlich müsste ich das von dir nehmen, Noah. Bin ich ehrlich. Ja, aber dieses Giga Optimum Omega P1 Setup. Könntest du mir das schicken? Aber dann bin ich unter Druck. Da muss ich ja abliefern. Ist so, Marix. Dann gibt's also mit dem Setup gibt es keine Ausreden mehr, du. Ja, man muss eigentlich nur Gas geben. Der fährt von alleine. Ist so. Ey, ich habe mir ein Video angeschaut zur LMU. Ja. Fahrhilfen sind wie Cheaten. Also anscheinend, du generierst viel mehr Grip durch die Kurve mit Stabilitätskontrolle und ABS kannst du viel später ankern und so. Ja, also Stabilitätskontrolle macht das Auto halt deutlich instabiler insgesamt so und mir ist das auch aufgefallen. So mit Stabilitätskontrolle, da bist du eigentlich nicht langsamer, aber es fährt sich viel entspannter. Ja. Ja, das ist und mit ABS kannst du anscheinend noch später stempeln, später bremsen. Deswegen finde ich Scam. Weil ich finde, Fahrhilfen sollten helfen, aber ich finde nicht, dass Fahrhilfen dazu dienen sollten, noch schneller zu sein. So. Eigentlich sollte es sowas wie ABS oder so gar nicht geben in Le Mans Ultimate, sind wir mal ehrlich. Also, ja, doch, für die blutigen Anfänger ist, glaube ich, ja, gut, oder im Singleplayer oder sowas, ja, damit du es vielleicht üben kannst. Aber im Multiplayer, wenn du jetzt sagen wir mal, wenn du in diesen Dailies da fährst und es geht um Rating sozusagen, dann sollte das nicht da drin sein. Ja. Aber deswegen, ich glaube, ab Goldlizenz ist es ja oft dann. Ja, ja, genau. Aber für Silber und so kannst du es halt noch auf minimal einstellen. Und weiß ich nicht, finde ich schon ein Scam. Weil dann weiß ich nie so, okay, fährt er wirklich so schnell? Ja, oder wäre ich mit ABS genauso schnell so? Das ist halt das Ding, so, dann hast du jetzt Fixed Setup so, aber dann hast du welche Leute, die mit Fahrhilfen fahren vielleicht. Ja, genau. Ah. Dann hast du wieder nicht fixed, aber ja. Ja, aber vielleicht ändern die es ja noch. Ja, genau. Henry, moin, was geht? Junge, Henry hat einfach 2 Chats gleichzeitig auf oder wie? Klar, Junge, bei mir Henry ist überall. Und eine Sekunde später hast du gesagt, moin. Ja, ja, normal, Junge. Henry ist überall. Geil. Ab Silber ist ABS aus, ja, aber Traktionskontrolle oder Stabilitätskontrolle und sowas. Ich habe das letztes Mal auch gesehen, das Beginner-Series ist halt sehr viel Fahrhilfengedöns drin. Bei Fortgeschritten hast du nur noch so ein bisschen teilweise was drin und bei Gold hast du gar nichts mehr. Aber wie gesagt, bei Beginner-Series generell, online dürfte das einfach nicht. Es sei denn, du hast jetzt irgendwie Open Lobbys oder so, klar, da kannst du es auch mit reinpacken. Aber sobald es halt irgendwie um Rating geht und so, sollten alle die gleichen Voraussetzungen haben. Gerade wenn du Fixed Setup hast, so, dann ist es ja der Sinn dahinter, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben sollen. Und dann ist es ja nicht so, wenn du dann verschiedene Fahrhilfen aktivieren kannst oder so. Ja, also mal gucken, was wir da noch ändern werden. Aber die müssen es, glaube ich, auf jeden Fall ändern. Langfristig. Ich bin jetzt ohne einen Meter vorgefahren zu sein, nehme ich jetzt einfach mal das Setup. Das ist Boosby Setup. Ja, schnelle Strecke, wow. Oh, ich bin in die Wand gefahren, ich bin der größte Dulli. 2 Zehntel Schaden. Schnelle Strecke ist super. Ja, ist wirklich super. Ich hoffe, ich starte heute nicht neben oder hinter Marco Schade. Weil sonst heißt es wieder für Marco Schade. Komm, der war gut. Perfekt. Sonst haben wir wieder alle nichts gewonnen. Sonst haben wir alle nichts gewonnen, Junge. Marco, ich sag jetzt schon mal, es tut mir leid. Ich wollte das nicht so. Ja. Scheiße, die zwei Marcos kann man nicht ernst nehmen. Diese Marcos, Junge, ja, ist so. Also immer wenn ich in der Nähe von Marco war, ist das nie gut ausgegangen für ihn. Ja. Also ich sag 1,3 Zehntel. Ja, ich habe 2 Zehntel gesagt, mal gucken. Die Frage ist halt, wird die Polezeit so eine Gigazeit sein? Nee, ja, okay. Jetzt glaube ich, werden die Zeiten nicht 1,3 Zehntel sein. Jetzt glaube ich nicht. Ich glaube, es wird keiner eine 4 fahren oder so. Ja, eine 4 jetzt glaube ich auch nicht, weil dafür ist es einfach zu rutschig noch. Ja. Ich bin mal gespannt, wie sie das Setup fahren lässt, Junge. Sollte man eigentlich nicht machen, ein anderes Setup fahren, oder? Welches bist du die ganze Zeit gefahren? Imo. Auch im ABX. Ja. Perfekt. Das fühlt sich auf jeden Fall untersteuern an, bin ich ehrlich. Ja, aber auf dem Gas nicht. Erstmal ungültig gemacht. Ich auch fast. Bin in den gegangen für C1. Ja, auf dem Gas ist es rutschiger, ja, stimmt. 0,0 Grip. Das ist krank, ne? Absolut geisteskrank, ey, wie wenig Grip du hier hast, ja. Ich finde selbst optimal hast du ja nicht viel Grip. Ja, Valencia ist auch so eine Strecke. Die haben das ja damals nachträglich noch reingepatcht, dass die Strecke irgendwie wie viel 10% mehr Grip hat oder so. Echt? Ja, ja, am Anfang hatte die Strecke irgendwie so wenig Grip wie Indianapolis. Was? Ja, da haben sich auch viele beschwert vor beim Testen oder so. Also beim Preview hattest du dann schon quasi den normalen Grip-Level, oder? Ja, ja. Da war es schon gefixt. Ja, geht ja gar nichts. Wer hat eigentlich den Grip in Kurve 1 geklaut? Ich weiß dir. Der ganze Strecke. Ich hab gedacht, Indianapolis habe ich nach dem Wochenende hinter mir gelassen. Wie war's eigentlich? War gut? Ist das doch scheiße. Perfekt. Ich habe auch gesehen, war erfolgreich. Ja, ich habe mich ja auch wegen der Base weggedreht. Was? Wie wegen der Base? Ja, ich hatte so eine komische Einstellung drin, wenn ich halt manchmal so hastige Bewegungen gemacht habe aufgrund von Korrekturen. ich dann irgendeine Einstellung drin, dass einfach kurzzeitig so dieser Safe-Modus reingeht und dann einfach ja, das Feedback einfach komplett lost ist und ich mich dann einfach weggedreht habe. Wow. Habe ich mir auch gedacht, Junge, was ist das für ein Bruch? Deswegen hab ich dich nicht danach sogar noch angeschrieben. Ja, doch. Also dann habe ich es ja zum Glück mal selbst herausgefunden, was die Fehlerquelle war. Ja. Jetzt kann man auch ein bisschen besser fahren, ne? Junge, der Grip geht ja auf einmal schlagartig nach oben, wa? Ja, das ist immer noch schnell, aber... Two in a row. Ich hab eine gute Streak. War der eigentlich gerade TC auf, oder? Nö. Ja. Perfekt. Optimum. Jo. Jo, jo. Hat man aber schon gemerkt, so, weil ich hatte auf einmal random in irgendeiner Kurve, wo ich normal durchgefahren bin, 2 Zehntel oder so drin. Wie war das jetzt nochmal mit der weißen Linie hier? Da wir rausfahren? Ja. Ich weiß es nicht. Wäre aber gut zu wissen. Das wäre sehr gut zu wissen, ja. Ich bin ehrlich, wenn ich Top 10 bin, dann wäre es super. Wow. Deswegen der Linie noch mal kurz nach, aber ich bin der Meinung, ihr müsst die beachten. Das war, glaube ich, so, wenn du niemanden... Ne, das war beim Reinfahren, wenn du niemanden gefährdest, ja, ne? Ja, genau. Beim Reinfahren ist es quasi egal und beim Rausfahren ist die weiße Linie zu beachten, sonst kriegst du, glaube ich, eine 5-Sekunden-Penalty oder sowas. Irgendwie so. Ah. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob man das selber reporten muss oder ob die das quasi selber bestraft haben. Ja. Wie viel schneller auf einmal die instant die Rundenzeiten werden, ne? Ne, das war Müll. Bist du schon auf deinem zweiten Stint? Ja, ja. Hast du mehr Sprit mitgenommen? Ne, ich werde aber gleich nochmal direkt an die Box gehen, wenn ich die eine Runde gleich verpacke. Ja, weil ansonsten kannst du nicht die letzte fahren. Ja. Es reicht genau für 2 ganze Stints mit 13 Liter. Ja. Na, die Runde ist egal. Müll. Oh nee. No way. Schade. Dein Herz hat wehgetan. Jetzt. Ah, das ist leider meine letzte Runde, aber egal. Nochmal eine kleine Verbesserung. Jetzt beten, Leute. Beten, dass wir nicht zu weit zurückfallen. Wir können zwar die letzte Runde nicht fahren, aber ist egal. Ich wollte mich noch ein bisschen eingrooven. Ja, wir fallen jetzt aber schon ein bisschen zurück, ne? Wir sind knapp hinter Noah. Noah hat jetzt aber noch eine Runde. Alle haben noch eine Runde, glaube ich. Schade. Ja, es könnte sein, dass wir hier noch so 6, 7, 8, 9, 10 Plätze nach hinten fallen. Aber trotzdem sind wir eigentlich insgesamt so gar nicht so schlecht dabei gewesen. Zehnter. Na. Elfter. Komm, jetzt wink ab hier. Okay, Zeit ist um. Jetzt werden alle weiteren abgewunken. Wir müssen beten, Leute. Wir müssen beten. Minar ist abgewunken. Die sind vor uns gewesen, aber... Ja, die letzte Runde hätte man nochmal fahren können, ja, auf jeden Fall. Aber ich denke nicht, dass es viel, viel schneller gewesen wäre. Vielleicht mal doch hier oder da. Eine halbe Zehntel, guck mal, eine halbe Zehntel wären halt direkt hier wieder einige Positionen gewesen, ne? Aber wenn ich hier eine Zehntel, was heißt eine Zehntel? Wenn ich hier einen Platz hinter Noah wäre, wäre das absolut in Ordnung. Noah ist noch auf einer Runde, der wird sich vermutlich noch verbessern. Noah geht auf 7. Oder? Jo. Müsste. Und bist du zufrieden, Noah? Gar nicht. Ja, ich habe halt durchgezogen, habe die letzte Runde quasi nicht gefahren. Aber dafür bin ich eigentlich zufrieden, so. Ich habe gesagt, alles in der Nähe von den Top 10 wäre okay für mich. Bro. 4 Zehntel P27. 1,1 Zehntel Top 10, habe ich doch gesagt. 1,1 Zehntel, Junge. What the fuck? Jawohl, P13. Let's go. Oh, lala. Ja, sorry. Ihr braucht, also mit 105 Liter seid ihr mehr als safe. Ich nehme 58, 45. 58, 45? Hier, Pit Exit. Please stay within the track limits at the Pit Exit. Okay. Ja. Wie gesagt, also du darfst die Linie eigentlich nicht überkreuzen und wenn sie es jetzt selber in den Chat schreiben, dann wird es vermutlich eine Penalty geben, wenn ihr es macht. Ja. Noah, kannst du mir das Setup mal eben bitte schicken? Ja. Kannst du das machen? Hast du jetzt noch irgendwas geändert an dem Setup nur, oder? Ja, ich schick's schnell rein. Wo schickst du rein? McLaren Channel. Hab geschickt. Copy. Das fährst du 1:1 so? Ja, ich mache einen Klick Reifendruck raus. Ja. Genau, dann fahre ich zum Start, fahre ich TC1 und dann gehe ich irgendwann TC2. Oh, Digga. Zum Start fahre ich TC1 und dann gehe ich in der zweiten oder dritten Runde TC-Off oder so. Aber okay, vielleicht jetzt nicht, wenn man so weit hinten ist. Vielleicht dann nicht. Ich weiß es aber nicht. Das ist halt die Frage. Wahrscheinlich wir sowieso nicht überholen können. Also ein Klick raus, Reifen. Ja. Helligkeit gefixt, genau. Ja. Helligkeit, den wir schon fixen. Helligkeit fixen wäre nicht so verkehrt, ja. Also Boxenshop ist auch schon eingestellt, ja. Ja. Das passt alles, ja. Okay. Dann lassen wir das so. Ich gehe auch noch eben kurz schnell auf Toilette, Leute. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. 2 Minuten noch, bis das Rennen losgeht. Warte mal, eben gucken, ob die Grafik richtig eingestellt ist. Helligkeit. Alle am Cheaten hier mit ihrer Helligkeit, ich schwör's dir. Belichtung 0, das machst du auf 0,8, ne? Machst du auch auf 0,8? Nee, 0,7. Ist mir zu krass, 0,8. Okay, ich bin mal eben kurz auf Toilette, Leute. Bis gleich! Weiß einer auf Marco schon was gesagt hat wegen dem Passwort? Negativ, keine Ahnung. Ad-Chat von Marco. Weiß einer von euch, hat Marco schon was gesagt wegen dem Passwort für das Sprout Cup? Okay, wenn er nichts wegen dem Passwort gesagt hat, das Passwort wird heute nach dem Rennen fürs erste Rennen vom Sprout Cup announced. Also nach dem Rennen drop mir das Passwort dann in den Chat von Marco und Noah. Stimmt, da war ja noch was. Ja, aber jetzt sind eh die meisten Leute gerade da, deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um das anzusprechen. Genau, also nach dem Rennen vielleicht nochmal kurz da bleiben, ein paar Minuten. Ne? Ja. Und dann, guter Call. Habe ich eigentlich auch nicht mehr dran gedacht. Das Passwort für das erste Rennen vom Sprout Cup. Und das Ganze wird danach auch nochmal auf Discord gepostet. Aber wer direkt beim ersten Rennen dabei sein will, sollte danach da bleiben. Ja. 20 Seconds. 20 Seconds. So, dann gehen wir mal rein in den Bums hier, oder? Ich habe jetzt 55 mitgenommen und tank dann 48 nach, weil eigentlich will ich Giga Undercut machen, mit Undercut zahlt sich aus. Okay. Dann komme ich so, was weiß ich, 35 oder so komme ich glaube ich rein. Good luck, have fun, euch auf jeden Fall. Gamma, wie lief's bei dir überhaupt? Jo. Kretze. Okay, gut. Dann machen wir ja, strategisch, machst den Overcut aus der Hölle. Jetzt schon, Box. Oder Undercut aus der Hölle, ja, wer weiß das schon. Good luck, Jungs, good luck. Jo, danke. Aber wie Schorke, guck mal, wie wir gesagt, also hätte ich gedacht, er ist noch ein bisschen weiter vorne. Aber es ist halt so immer knapp, ne? Aber. Ja. Ja, er ist aber immer. Er ist in der Nähe. Ist er so stark und dann, ja, und in der Nähe. Ja, ich sag mal, kannst du halt auch nie vergleichen, aber hier in der Pro-Series, wenn dir hier einfach eine halbe Zehntel fehlt oder eine Zehntel jetzt hier in diesem Quali, Junge, dann bist du nicht P5 oder 10, dann bist du P20. Ja, das, ja, das ist krass. Das ist krank. Also ich bin froh, dass ich überhaupt eine einigermaßen okaye Runde, die war echt nicht gut vom Gefühl her, weil ich Turn 1 immer komplett verkackt habe. Junge, ich habe T1 auch überhaupt nie irgendwann mal im Ansatz getroffen. Immer entweder zu weit oder innen über die Wiese. Ja. Ich bin immer zu weit. Immer irgendwas, ja. Ich hab, glaube ich, meine ersten 2 oder 3 Runden ungültig gemacht. Viel Spaß, Tobi Wan. Push, push, push. Let's go, Boys and Girls. Let's have some fun. Kurve aufpassen, die ist rutschig. Welche? Die letzte. Die letzte, ja, die ist besonders rutschig. Das war der ich kann sagen, der gestrige Anblick hat mir besser gefallen als wie jetzt, aber nur 7 zu überholen. Ja! Ist ja cool, dass Valencia so schön zu überholen ist. Junge, Start auf Valencia sowieso immer Giga Carnage. Ich schwör's dir, also da kannst du der Hero sein, kannst du aber komplett Zero sein. Ja. Wenn dann wieder 20 Autos weit gehen und dann alle in Turn 2 irgendwie rein wollen. Unangenehm. Okay, let's go, Boys. Dann lasst gerne ein Däumchen da. Leute. Und push. Wir müssen pushen, ihr müsst pushen. Alle müssen pushen. Oh, Marix Side by Side. Jo. Was ist da passiert? Der Driver. Ja, Digga, alle haben sich abgespinnt vor mir irgendwie. Und ich musste dann komplett nach rechts gehen. Ja, 2,6 Sekunden Schaden. Ah, wow, Alter. Ja, Warning. Habe ich nicht weit gedrückt? Nee, nee. Ja, McCormick hat mich getötet. Perfekt. Ach nee. McCormick, was hat der denn da hingemacht? Der sich gespinnt. Ich habe keine Ahnung, aber er hat mich auf jeden Fall wieder komplett wie so ein Dulli abgeschossen. Ja, der ist auch irgendwie, was Racecraft im Infield angeht, ist der manchmal echt ein bisschen over. Er kam halt von 20 Kilometern Entfernung auf einmal, war einfach immer drin. Ja. Aber die sind auch alle wieder 3 wide in T1, das ist völlig Banane. Ja, drück mich halt raus, du Vollspasti. Wow. Ja, ich versuche hinter Noah zu bleiben. Das Ding ist, die betteln sich halt immer und dann kommt man in so komische Situationen, wo man dann auch sich irgendwie attackieren muss, sonst attackieren die hinter einem halt. Man sieht das im Rückspiegel, ey. Imola auch noch pivoten. Ist auch zurückgefallen. Let's go, Boys. Aber die Purple Labs sind noch nicht mal so schnell, wie ich dachte bis jetzt. Also die sind auf jeden Fall schnell, aber... Oh mein Gott, das war's komplett. Aber ich meine, das kann man wahrscheinlich fahren. Jetzt wird's eklig gerade. Hinter uns der McLaren ist am Struggle, Noah. Papier. Minaba auch. Mhm. Ich auch. Scheiße, Mann. Schade. Ey, dieses Rennen ist so komplett scuffed, Alter. Das ist Wahnsinn, ne? Wieso? Wegen Jetzt Abschießen. Fahren hier hinten schon wieder Autos ineinander rum, haben dann die Weirdo Collision. Sein Vater, er dreht sich auf einmal raus und in mich rein. Also du bist an guten... Boah. Hast du Noah gemacht. Ja, ich kann gleich auch in die Türkei fliegen, Alter, mir eine neue Hairline machen. Vielleicht keine Haare mehr da. Meinst du, sonst fallen sie dir bald aus, oder was? Sind schon ausgefallen, ey. Bestimmt alles gesehen, Junge. McCormick anscheinend auch Rage Quit, aka DC. Beste Leben. Schön aufräumen den Laden und dann abfahren. Oh, komm, Auto! Komm! Aber jetzt haben wir halt hier wieder typisches E-Sports-Rennen. Hinterhergurken und Fehler warten. Jo. Worüber wir davor noch geredet haben. Oh, Junge, und keine Fehler machen, so wie ich jetzt gerade hier. Marix. Weißt du, was ich auf Valencia eklig finde? Wenn du manchmal in so Kurven mit dem Reifenverschleiß hinterher reinlaufen lässt und da hast du nur noch Schmierseife. Ja. Boah, das ist so, das muss erstmal deine Birne wieder reinkriegen. Knapp. Hast du Warning? Eine habe ich ja, aber die habe ich jetzt nicht geholt. Die habe ich da geholt, wo wir Side by Side gefahren sind. Ja. Wow. Komm. Ja, Timo sind leider verhindert, dasselbe zu tun oder zu fahren. Was genau? 30-0 an der Spitze. Ja. Ich bin froh, wenn ich hier mal in den niedrigen 30er gehen kann. Vorne aber gerade auch noch 30, 3, 30. Knapp hier mit der Warning. Aber hier im dritten Gang ist jetzt irgendwie schwierig raus, finde ich, im Rennen. Ja. Warum, wie meinst du? Fährst du da komplett im dritten durch? Ja. Ja, weil da rutsche ich immer so, wegen Untersteuern. Viel zu früh gebremst, fuck. 15 Sekunden für Barry, hat er die ganze Zeit schon? Oder ja, was? Armo hat DT bekommen als Strafe. Hat der vorne gekegelt oder was? Wahrscheinlich. Ja, ja, der hat gekegelt. Tag, Tabo. Auch mal einmal mitfahren und gleich alles aufräumen. Auch mal Eindruck hinterlassen. Armo hat den McLaren, der neben dir war oder kurz vor dir nur, hat der angekickt und kommt ja in Nullo. Perfekt. Was passiert denn da vor dir, Noah? Ist das eine wilde Geschichte oder? Komm, drop dich! Los. Eine andere Sache, wie ist denn die Boxeneinfahrt hier? Muss man bei diesem Hütchen da, bei diesem Orangen bremsen? Also beziehungsweise bei diesem Orangen, bei dieser orangen Markierung? Ja genau, schau da nach rechts, da ist so eine orange Mauer und kurz davor. Okay. Das hört sich einfach an. Viel zu einfach. Aber er kann es knapp kurz davor, also. Ja. No. Der Kollege wollte mich gar nicht attackieren, aber ich habe trotzdem mal sicherheitshalber die Tür so geworfen. Ich glaube, wir können schneller als die da vorne, oder? Ja. Jo, sagt er. Perfekt. Oh, Jadi ist dran an dem McLaren hinter mir. Jadi ist vorbei, glaube ich. Ach ey, Bro, was ist denn jetzt mit den Bremspunkten hier los? Auf einmal nur noch Schmierseife. So, jetzt mal wieder Konzentration. Wir haben nach vorne ein bisschen Lücke. Wir können pushen. Jo. Also meine, ich bremse in die Kurven rein und mein Auto rutscht nur noch geradeaus. Bremsverlauf habe ich ja schon ganz hinten. ABS 1. Ich schwör's dir. Aber Jadi ist auch ein bisschen am Struggeln. Ja, nicht schon wieder, komm. Komm jetzt. Push. Nee. Oh. Da muss man aufpassen, da kriegt man schnell eine Warning am Exit. Eigentlich könnte man einen Undercut machen in der nächsten Runde. Boah, macht einen Undercut? Nee, macht er auch noch nicht. Ja, das Ding ist mit dem Reifenverschleiß halt. Hinten raus. Aber die Rundenzeiten sind eigentlich noch gut. Wenn man clean bleibt. Eklig. No. Glück gehabt. Komm jetzt. Ich glaube, ich komme in der nächsten Runde rein, wenn ich komme in der nächsten Runde rein, glaube ich. Haben wir eine freie Fahrt dann? P sagt freie Fahrt. Auto hat ja auch einen Fehler, glaube ich. Gucken, wenn er weiterfährt, dann gehe ich rein. Okay. Der Dings ist reingegangen, deswegen fahre ich jetzt auch eine Runde weiter. Machen wir einen Overcut gegenüber Dings. Ja. Ja, das war eine Warning. Mann! Komm jetzt. Die Frage, wann wir reinkommen. Willst du noch fahren oder kommst du rein? Warum? Ja, weil sonst würde ich jetzt in die Runde gehen. Ja, ich komme jetzt rein. Oh no. Ich komme jetzt rein. Eine Runde Overcut noch. Fahren raus, das ist gut, ein guter Call. Aber ziemlich safe leider, aber egal. Wie war deine Inlap? Okay, aber nichts Besonderes jetzt. Ich glaube, er hatte 3/10 im Delta oder so. Also 30,4 oder so im Bums. Ah, direkt hoch. Ja, gucken wir mal. Keine Ahnung. Ich war mir unsicher wegen hinten raus. Also der Reifenverschleiß kickt halt schon rein hinten raus. Also weiße Linie darf man nicht berühren, richtig? Nee. Alles Battle, auch wenn es nicht schnell ist. Ja, belohnt hat sich jetzt nicht, aber egal. Aber wie weit vorne Kötz im Gegensatz zu Minar ist. Ah. Ah, weißt du, was der schlecht war? Das Jadi könnte vor uns sein durch das Battle jetzt. Stimmt. Nee. Aber der war noch nicht an der Box, ne? Das weiß ich nicht. Ne, ich glaub nicht. Letzte Kurve, Alter. Wenn du da auf der Bremse, voll auf der Bremse stehst, ein bisschen zu spät, und dann ist komplett nur noch Blitzschifffahren angesagt. Okay, Jadi hat auf jeden Fall auch ein bisschen Zeit verloren. Jetzt eine Warning gekriegt. Wofür habe ich da jetzt eine Warning gekriegt? Ich habe es ehrlich gesagt nicht gemerkt. Also die letzte Kurve ist komplett Scam. Da bist du immer zu früh oder zu spät. Gefühlt. Oh, wer ist die Nummer 6? Amor. Wild. Perfekt, fast schneller als Quali-Runde. Was? Purple? Junge, let's go. Da habe ich auch schon wieder alles gesehen, Leute. Auto, komm! Concentration! Ach. Was ist mit dem Ferrari da vorne, Noah? Der ist ziemlich langsam, oder? Ja. Frag mich nicht warum. Oh. Komm jetzt. Push, push, push. Wir brauchen einmal Ferrari-Suspension in der Schikane. Hast du nur gemacht, Junge? Ja. Ja, die müssen einmal komisch aufsetzen. Dann sind wir da. No. Glück gehabt. Wir müssen warten, Leute. Aua. Das war knapp. Was? Ach nee, ich war mit der Felge wahrscheinlich ganz leicht off-track, Mann. Scheiße. Egal, Leute, das wird dann hier die Königsdisziplin jetzt. Das wird die Königsdisziplin. Egal, Leute. Das Wichtigste ist Purple. Clean, Leute, clean. Smooth Operator, Marix ist am Stiefel. Das wird eine enge Kiste jetzt hier. Ich versuche mein Glück. Ja. Ja. Er hat sowieso LFM-Bonus, deswegen brauchst du gar nicht. Ich bin übrigens schon auf der Final Warning, also. Ich wäre dir sehr dankbar. Ja, ich auch. Du bist auch der Final? Ja. Fuck, Alter. Frechheit. Ja. Voila. Wild. Die Kurve ist eklig, finde ich jetzt mittlerweile. Da komme ich nur noch quer raus. Dann nichts machen hier, wenn du auf Final Warning bist. Müll. Du siehst auch nichts, wenn die vor dir hier durch. Das gibt's nicht, jetzt struggelt der Nächste da vorne. Ja, ja. Vorhin war es Minar und jetzt Kötz. Alter. Da dachte ich, er hat sich ein bisschen zu spät gebremst. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wo ich hier überholen soll. Kommst in keine Position so richtig. Oh mein Gott. Alter. Boah. Das war dieses andere knapp. Boah, Junge, du warst über den Kofferraum. Zuerst, ja. Ich hab dann den Benzin geraucht. Problem ist, Jadi und so kommen halt auch dran, weil die da vorne gerade so zwei Runden so ein bisschen rumgedödelt haben. Kann man innen eigentlich auch eine Warning kriegen da in Turn 1? Ich glaube nicht, nee. Ja, Kötz ist am Struggle nach vorne. Wow! Was war das? Junge, hä? Was war das denn? Ich habe mich irgendwie in ihm verhakt oder so. Danke. Ich weiß nicht, was das war. Ach ey, das war wieder dieses scheiß, keine Ahnung, das ist wieder so ein Magnetfeld, was weiß ich was gehabt hier. Ja, ich habe ihn auf einmal berührt und dann hatten wir den übelsten Bounce. Marix sind die Dive, let's go. Jetzt oder was? Alles unter einer Sekunde ist Dive war, sagt doch Jansky. Alles divebar, Jungs. Jungs, noch 7 Minuten und 25 Sekunden. Wir haben noch die Pröll. Wir haben sie noch, Leute. Ja, es ist okay. Es ist okay, Leute. Dafür, dass ich heute eine halbe Stunde gefahren bin. Es ist okay. Vollkommen okay, Marix. Mach dir nichts draus. Es ist okay, mein Junge. Komm jetzt. Komm jetzt. Leute, lasst gerne ein Däumchen da, wenn ihr noch beliebt, vielleicht an P7. Vielleicht beliebt ihr ja noch. Hammerwitz nach 2 Runden. Ich gebe alles, aber schwierig. Oh no. Schwierig. Dafür war die gut. Oh mein Gott, das war knapp. Im falschen Gang. Master of Nothing, Dankeschön. Jetzt noch 2 Runden, wa? Ja. Ja. Wow, ist das rutschig? war Handbremse. Mann, du kannst hier nicht überholen, Mann. Scheiße. Er ist krass beim Überholen. Ja, du kannst nichts machen, ey, wenn er keinen Fehler macht. Boah. Unmöglich. Ja, scheiße, ey. Ja, hätten wir diese blöden Zweikämpfe nicht gehabt, die Pace war sehr, sehr gut. Ja. Glaube ich. Leute, hier ist einer ausgerollt. Echt? No. Perfekt. Ah. Beste Rennen aller Zeiten, Alter. Ja, für junge Valencia ist für dich sowieso irgendwie gutes Pflaster, sag ich mal, oder? Ja, das letzte Rennen habe ich gewonnen. Ehrlich? Welches Rennen? Das Sonntagsrennen. Das Sonntagsrennen? Achso, das Rennen. Die Weltelite von Patrick Rignone und Niklas Huben. Und Niklas hatte eventuell ein bisschen mehr Sekundenstrafe, aber das weiß ja keiner. 60 Sekunden Stop and Go. Ja, GG, Leute, geil. Also, ich habe gesagt, ich will in die Top 10. Haben wir das Ziel haben wir erreicht. Auf jeden Fall ein gutes Ergebnis für mich persönlich. Noah hatte halt das Pech, dass er mit dem... du kannst ihn über den Boxenstopp überholen. Vielleicht 1, 2 Positionen Quali, 3 Positionen Quali hätte... Also Noah hätte auf jeden Fall weiter vorne starten können. Ja, ich vor allem... Also Quali und so, klar. Also, brauchen wir nicht reden. Da hätte viel, viel mehr drin sein. Digga. Fällt mir einer rein. Quali hätte viel mehr drin sein müssen, aber vor allem der Unfall ist halt unlucky hier. Ah jo, stimmt, da war ja noch der Unfall. Ja, ja, stimmt. Warte, wir gucken uns das nochmal an eben. Wir hatten aber trotzdem geile Fights, muss ich sagen. Hatten wir eigentlich sowieso in irgendeinem Rennen schon mal irgendwelche Fights? Ich glaube nicht, wir haben immer Teamwork gemacht, so, ne? Ja, nie, ich hab dich immer gleich ziehen lassen. Ja, jo, jo. Immer. Also Marix Push, ich schieb dich schon an. Scheiße, ey. Warte mal. Gucken wir uns mal an, Leute. Eigentlich war der Start so an sich gar nicht so bad. Mike, hau rein. So, wir gucken uns mal alles... Ja? Wie wollen wir das mit dem Passwort machen? Stimmt, das mit dem Passwort, ja. Wie soll man das machen? Willst du das hier in den... einfach in den Chat reinhauen? Ich würde es einfach in den Chat reinhauen. Alle, die Interesse haben, an unserem Sprout Cup teilzunehmen am Wochenende, am Samstag, die können sich das Passwort hier abspeichern. Das ist aber nur für ein Rennen und für das zweite Rennen. Wann soll das kommen? Das kommt am Samstag, bevor wir, also Samstag Richtung Streamstart quasi. Okay. Ja, würde ich sagen, hau das einfach hier in den Chat rein oder so. Alle, die jetzt noch im Chat sind, können sich das rauskopieren. Achso, hast du schon abgespeichert? Ja, ja, ich hab's mir abgespeichert. Achso. Dann, Noah, bist du gerade da? Ja. Du solltest dich als erstes anmelden, weil du fährst ja das erste Rennen mit. Perfekt. Ich schick dir mal kurz das Passwort. Meld dich mal bitte kurz an. Ja. Okay, dann hau ich's in den Chat rein. Ja, warte! Ja, Junge, ich bin Rentner. Junge, also der Bot hat ja richtig Bock. Das erste Rennen hier, GT4, oder? Ja. So, dann Broken, ja, okay. Sehen wir für ein Auto eingehen. Cleanes Racing auf jeden Fall gewesen. Sprout Cup. Okay. Let's go. Fast kreativ. Ja, die nächsten Fasswetter werden schwieriger, keine Sorge. Ich weiß gar nicht, wie viel da ich in der Meisterschaft bin. Müssen wir uns mal angucken. Wir gucken uns gerade noch mal die Startphase an. So, und jetzt ist hier vorne irgendwas passiert. Wer hat da wen gekegelt? Tamo hat... Imola hat irgendwie, finde ich, auch zugemacht. Digga, was denn das? McCormick schießt mich ab, einfach instant RTG und gequittet. Also ich weiß nicht, das finde ich schwierig zu beurteilen, wer da der Fehler in der Matrix war. Ja, war schon so ein bisschen Moving Under Braking auch, ne, dabei. Ich sag mal so, es ist natürlich da auf der Innenseite, wenn du so spitz da reinbremst, ist schon sportlich, aber der McLaren hat halt auch einen Fehler gemacht, hatte weniger Pace aus der Kurve raus. Also hier seht ihr den Fehler von dem McLaren. Zack. Der ist jetzt hier komplett weit gegangen. Und dann hat er halt auch, ja, es ist halt ein schmaler, es ist ein ganz schmaler Grat so. Er zieht schon ein bisschen zu auf der Bremse und damit rechnet der Honda halt in dem, also der will halt genau daneben bremsen, er will halt nicht zu spitz in die Kurve reinbremsen und deswegen gibt es die Berührung. Also ist schon so ein bisschen, ne, wenn du jetzt hier auf den McLaren drauf gehst. Ihr seht das, ne, also er lenkt so ein bisschen rüber. So ein bisschen lenkt darüber auf der Bremse. Aber ja, als Hinterherfahrender, warte mal, wenn wir das mal aus der Perspektive betrachten. Oh, beste Kameraeinstellung hier. Ja. Es sieht halt dumm aus, ne? Es sieht halt dumm aus. Ich meine, die Stewards haben sowieso schon entschieden. Ne? Also ich meine, der McLaren hätte im Endeffekt die Tür... hätte sich rechtzeitig positionieren müssen und er hat dann gemerkt, okay, hinten raus, der Honda will wahrscheinlich attackieren und deswegen wollte er nochmal zum Schluss so ein bisschen die Kurve enger halten. Aber dadurch ist halt die Scheiße entstanden, ne? Genau, das ist das Ding halt, ob der Honda die Kurve... War halt komplett unlucky für mich, gell? Ja, ja. Ich weiß auch nicht, ob der Honda halt die Kurve sowieso so noch gekriegt hätte, wenn er so spitz da reingefahren wäre. Keine Ahnung. Aber es war halt dann für Noah auch unlucky. Ja, für dich war beste Leben, Alter. Du hast 4 Positions gegained. Für mich war komplett beste Leben, ja, auf jeden Fall. Dann müssen wir uns nochmal mit Minar müssen wir nochmal die Wiederholung uns angucken. Wollt ihr ACC-Physik sehen? Ja, warte, ich gucke mal sofort an. Warte, gib mir eine Sekunde. Wann war das mit McCormick und dir, Gumball? 2. Runde. Kannst du auch bei McCormick da sehen, wo er gequittet ist. Ja. Irgendwann, dann musst du Runde 7 bei Pröll. Also das ist ja ACC at its best, Alter. Junge, Alter, was für dumme... Also ich... Guck mal. Ich beschleunige jetzt hier raus. Jetzt kriege ich halt so ein ganz leichtes Oversteer. Berühre ihn dadurch. Und jetzt bam. Als ob du da... Keine Ahnung, was für... Ein Hit in die Seite, Chris. Das ist so richtig dumm, weil ich lenke ja, also es dürfte eigentlich nicht sein. Stark, McCormick. Sehr stark. Wo? Auch mal aufräumen. Wo war das 2. Runde? Da sieht man, der Typ ist, also der Mann ist nichts anderes gewöhnt, als vorne wegfahren. Oh, ja, mal, ja. 2. Runde, lange Zone links. Und Noah, dann Runde 7, Pröll und Addison. Langgezogene links. Erste Kurve meinst du? No, hey. Bro, wie du vor ihm stehen bleibst. Und er dann so ein bisschen, weiß ich nicht, dann ist er direkt LCG. Gucken wir uns nochmal an. Ja, da kam ja Autos, konnte ja nicht. Aber Gumball wollte gar nicht mehr losfahren. Auto war schon weg, Gumball steht immer noch. Ja, ich musste auch erstmal wieder anmachen alles. Und dann habe ich einfach komplett G-Klasse-Redrawing gemacht. Bin ich auf die Strecke gefahren, bin auch einfach gefühlt 10 Kilometer im Kies gefahren. Welche langgezogene links? Statt dass du da nach rechts fährst, nee, er fährt geradeaus weiter. Er meint, das ist schneller. Junge, Gumball einfach mal attackieren. Ist doch auch mal Respekt zeigen hier. Beziehungsweise keinen Respekt zeigen. Wo ist P7? Runde 7P, keine Ahnung, 29 Pröll und Addison. Ich war direkt dahinter. Habe ich auch erstmal einen Schlaganfall bekommen, als ich das gesehen habe, ey. Ja. Junge, Gumball hat richtig gekuschelt mit McCormick. Er stand so, die standen, haben sich so angeguckt und dann... Naja, nächstes Mal machen wir es besser. Verlassen, Mann. Uncool. Junge, what? Aber das ist der Grund, warum ich mich immer so aufreg, wenn man im Quali nicht das rausholt, was rausholen kann, weil du bist immer in irgendeiner Scheiße verklickt, immer. Ja, ja. So eigentlich potenziell von P8 kannst du noch alles reißen, so, aber immer passiert dann was da hinten. Es ist echt so, ja. Selbst ich hatte ja Glück, dass, also von P13 auf P8 oder so, es ist für mich eigentlich gut gelaufen, so vom Grundding her. Also für, ich kann mich nicht beschweren. Ja. Ja, der Unfall ist halt so unlucky, weil es halt, du kannst einfach nichts machen. Ja, aus McCormick Sicht kannst du gar nichts machen. Ja, auch aus meiner Sicht. Ja, du kannst ja, das ist halt so dieses typische Ding wie letztes Mal oder auch ein paar Mal, wo wir in VEM gefahren sind. Es lief richtig gut, dann vor uns haben sich welche weggespinnt und du musst dann außenrum durchs Kies und alle anderen fahren innen durch oder so. Das ist, vor allem, ich habe den Crash gesehen und dachte so mäßig, boah geil, so Free P, aber... Dann standen sie halt blöd. Ja, Gumball Runde 7. Sollen wir uns angucken, sagst du? Gumball, gibt's da was zu sehen? Ich weiß es nicht. Oh. Was sollen wir uns denn da angucken? Runde 7. Mit Pröll. Pröll ist der Ferrari. Welcher davon? Der weiße? Ich glaube ja. What the fuck? Nee. Nein. Junge, hast du das gesehen, was da passiert ist bei Gumball? Ja, ja, klar. Junge, was ist da passiert? Hä? Nein. Junge. Was? Nee. Nee, 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 nee. Was war das denn? Ich meine, das ist selbst für ACC Physics schon sehr, sehr wild, was hier passiert. Das ist schon... Also manchmal verstehe ich das alles nicht. Aua. Er war einfach... Uah. Wer war denn das? Addison? Ja, Addison. Ich meine, okay, es kann unter anderem vielleicht an seinem Ping irgendwie liegen, dass der hat ja auch manchmal einen etwas höheren Ping. Deswegen kann das so ein bisschen komisch laufen, aber sowas ist dann halt auch schon sehr unlucky. Vor allem für Gumball wieder. Ich fand das klasse. Du warst wieder amüsiert. Weißt du, was das Gute an dem Rennen war? Erzähl mal. Ich habe trotzdem höher gefinisht als die Quali. Wo bist du gestartet? 24. 24. Nee. Das ist so schlecht, ey. Also lief doch alles gut. Hast vielleicht doch sogar noch Elo Plus gemacht, oder was? Ich schwör's dir, mit Startnummer 25 gar nicht so abwegig. Bestimmt. Guter Call. Oh, nee. Aber Quali war auch wieder so schlecht, einfach irgendwie so 3 Sekunden zu spät über die Linie. Ja, ich habe eine Runde zu wenig Sprit mitgenommen. Achso, gut. Ja, ja. Dann fehlte mir, aber die letzte Runde war nicht viel schneller als die davor. Also, vielleicht eine halbe Zehntel oder sowas. Aber es hat sich keiner mehr so krass verbessert. Nur noch immer im 1000-Bereich. Issue heißt das. Ja, ist so. Gumball die Action Cam, ja, man Gumball ist immer da, wo Scheiße passiert, da ist Gumball nicht weit. Ich muss ja auch hier mal richtig das neue Equipment kennenlernen, so richtig schön mit Unfällen und so. Ich sag's dir. Kann der Notausschalter auch mal vielleicht getestet werden. Dann musst du mal ein bisschen Airfaktor fahren, dann kannst du ihn gebrauchen. Ja, Junge, da musst du das Spiel noch starten, dann brauche ich den schon. Junge, wenn du aus der Box rausfährst. Einmal die Spirale machen. Und Wo sind denn noch wilde Sachen passiert? Habt ihr noch Sachen, die passiert sind, Leute? Und lasst gerne auch noch ein Däumchen da, wenn ihr Bock habt. Okay, Boxen. Ja, Boxeneinfahrt habe ich leider auch nicht so gut getroffen. So, ich war sehr vorsichtig, weil ich wusste echt nicht, wo ich bremsen soll. Guck mal, ich habe kurz vor dem Orangen gebremst, ja. Hab dann sogar noch mal kurz Gas gegeben. Runde 20, zweite Warning. Ach so, ja. Aber ich sag mal, Runde 20, zweite Warning, das Das wird irgendwo ein Millimeter gewesen sein, den ich off-track war. Aber das, ich weiß nicht, jetzt nicht mehr, wo das war. War das ja hier in Runde 20? Das wird wahrscheinlich irgendwo am Exit oder so gewesen sein. Vielleicht hier? Ja, hier nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Nö, hier war keine, glaube ich. Jo, Fabi, gute Nacht. I don't know, Leute. Hier könnte eine gewesen sein. Das Ding ist, wenn du dann hier... Oder, warte. Ja, hier. Da. Da könnte es eine gewesen sein, wenn du hier ganz gleich neben dem Körb bist. Ja, ich glaube, da war eine. Hier. Ah, obwohl, hier bin ich auch wieder vorne mit dem Reifen. Ein bisschen auf dem Körb. Ein bisschen. Ist ja, am Ende des Tages ist es egal, wir sind durchgekommen, aber das nennt man, das ist volle Streckenbreite oder vielleicht sogar ein bisschen drüber. Ist halt manchmal ein schmaler Grad. War geiles Bild so, ne, mit den zwei Sprout-Mackers. Genau, Leute, könnt euch für den Sprout Cup, für das erste Rennen zumindest, wenn es nicht schon voll ist, ich weiß es nicht. Nee, nee, ist noch Platz. Okay, könnt ihr euch gerne noch anmelden für das erste Rennen. Für das zweite Rennen wird das Passwort dann am Samstag kommen. Hm. Standings schauen. Ich glaube, Nils hat noch nicht die Meisterschaft gewonnen, ne? Weil Boosby Zweiter geworden ist oder so. Ja. Aber zumindest haben wir einen Plus gemacht. Das ist doch schon mal gut. 9 Elo Plus. Giga. Was soll ich sagen? Achso, beziehungsweise machen. Ich wollte gucken. Standings. Serious Standings. Ich bin sogar auf P4. Ich bin hinter Emulo. What the fuck? Bin ich denn auf P4 noch? Frag mich nicht. Noah ist auch auf P6. Geil, Alter. Wir sind gar nicht... Guck mal, insgesamt sind wir gar nicht so bad unterwegs gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich auf P4 bin overall. Ist natürlich ärgerlich, dass es nicht P3 ist bis jetzt. Beziehungsweise, wenn noch ein Streichergebnis dazukommt, müssen wir gucken. Imulo. Okay, da wird noch ein Nuller mit eingerechnet, aber für mich... Bei mir werden noch mehr als ein Nuller abgezogen. Nee, nee, ich glaube, der Nuller ist gerade schon in der Wertung mit drin. Ach so, jo, das ist ja jetzt in diesem Rennen gewesen, ne? Ja. Stimmt. Aber welchen kriegt er dann noch als nächstes abgezogen? Dann kriegt er noch 1192 abgezogen. Und ich kriege 700 abgezogen. Wenn ich mich jetzt nicht... oder... Nee, der wurde schon mit abgezogen wahrscheinlich, ne? Mein niedrigstes. Egal. So oder so ist Imulo auf jeden Fall noch vor uns. Und wir sind so roundabout 500 Punkte hinter ihm. Also... Wenn da nicht alles komplett schief läuft und wir nicht, was weiß ich, P1 werden oder so, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Ich habe noch schöne Streicher, aber das ist das Gute, wenn du schlecht unterwegs warst. Das ist okay, ich bin einfach P6 in der Meisterschaft jetzt. Ja, habe ich gerade gesagt, Junge. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so gut dastehen, ehrlich gesagt. Ich war irgendwie gefühlt P14 vor einem Rennen oder so noch. Ja, das ist jetzt wegen den Streichern. Aber guck mal, wie knapp es da ist, ne? Also ich glaube, mit den Streichern, mit Jadi ist es halt knapp um P7. Dann, ach, ja, stimmt, je nach Streicher halt. Streiche sind noch gar nicht durch, gell? Ja. Also sind noch gar nicht angewandt. Ich weiß nicht, ob schon es gibt ja 2 Streicher, ne? Warte mal, ein Streicher müsste drin sein. Einer müsste drin sein. Ich glaube, die Streicher werden aber noch nicht reinkalkuliert. Bei LFM ist es so. Also das ist jetzt alles raw. Mit den Streichern würfelt es alles nochmal komplett anders dann. Okay. Was war Week 5? Da habe ich einen Nuller. Du 1144. Ja! Wo? Was? Week 5 Watkins Glen. Ah ja, da habe ich SG geholt. Oh, ey, Watkins Glen hätte auch so gut werden können. Mhm. Kannst du theoretisch noch Podium holen? Ich habe keine Ahnung. Mich wundert das sowieso immer, Junge. Ich bin gefühlt nach dem Nürburgring-Rennen... Easy holst du Podium. Wie bitte? Easy holst du Podium. Wieso easy? Ja, nächstes Rennen machen wir Team Order und Noah soll die Mundo töten. Ja. Ja. Junge, jetzt hat das genommen. Müssen wir schnell rausschneiden aus dem Stream hier. Aber auch Jardier, gell? Gefühlt immer P15, aber overall P7. Ja, es ist so krass. Also Pro-Series ist immer so, wenn du einfach nur unterm Radar bist und in den Top 10 irgendwo bist, Junge, du bist am Schluss am Podium. Das ist krank. Also ich habe auch eigentlich nur ganz am Anfang der Season gute Rennen gehabt und dann mal zwischendurch so ein, zwei, die ganz okay waren so. Und dazwischen aber auch nicht so gute Rennen. Und es war, ja, es ist trotzdem insgesamt gut gewesen so. Aber schau mal, ich habe einen Nuller und Minau und so hat keinen Nuller. Also kann sein, dass ich dann vielleicht besser dastehe, als es jetzt aussieht. Kann sein. Wenn ich jetzt mal sicher Nuller habe. Ja. Aber ich bin dafür auch genau 1000 Punkte dahinter, also es bleibt wahrscheinlich geisteskrank knapp. Was würde es denn rein theoretisch für P3 geben? Eine La Prima Donna, ey, wahrscheinlich. La Prima Wheelbase mit Formula Wheel. Junge, würde ich sogar sagen, ist ein geiles Ding, ey. Geil. Kann ich zwar jetzt Stand jetzt gerade nicht gebrauchen, aber wenn ich auch mal der Community was zurück. Genau, ich wollte es gerade sagen. Auch mal das Ding bei so einem Sprout Cup verlosen. Ist so. Wolltest du nicht eigentlich auch die Pedale, die du letztes Mal gewonnen hast, verlosen? Nein, die wollte ich für meinen Zweitrick eigentlich mal nutzen, was irgendwann kommen soll. Echt? Aber da könnte ich auch diese Wheelbase eigentlich benutzen, das stimmt schon. Ich bin der Meinung, du hast zu mir gesagt, du willst sie der Community verlosen. Der meinst Community die Heusingfeld? Ja, der Ach Community so. Mal was zurückgeben. Ja, da hast du aber Dinge gehört, da weiß ich ja gar nichts von hier, aber jetzt hast du es gesagt. Was machen wir denn jetzt? Wann kommt Passwort 2, Shiro? Samstag. Am Samstag vor dem ersten Rennen. Ah, und Passwort 3 kommt vom zweiten dann. Genau. Quasi. Okay. Und wie gesagt, ist erstmal GT4. Die vermutlich unbeliebteste Klasse, aber wie gesagt, trotzdem feel free to use the slot. Dann GT3 und als Finale GT2. Und wir müssen uns dann noch überlegen, wie wir das mit den Handicaps für euch machen. Ob in Rennen 1 Marco seine Community das Handicap für Noah entscheiden darf, in Rennen 2 Noah die Community das Handicap für Marco entscheiden darf. Oh, das wird böse, das wird böse. Und in Rennen 3, keine Ahnung, müssen wir Zufallsgenerator machen oder sowas. Ich bin schon Bock, ne? Also ich habe schon Bock auf diese Wheelbase irgendwie, jetzt wo ich die so sehe. So, Azotec ist schon eine geile, schon eine geile Marke, ne? Ist halt eine Simucube in neu, also in, ein bisschen aufgefrischter noch. Aber halt La Prima. Ist eine La Prima, das ist, genau. Aber so also grundsätzlich sage ich, wenn ich die so die Wheelbases sehe, auch hier, so diese Azotec Simsport Forte, 18 Newtonmeter mit diesem Formula Wheel für 1500 Euro. Kannst du nichts sagen. Safe. 18 Newtonmeter, sag ich auch ganz ehrlich, so mehr brauchst du, du brauchst keine 25, so. 18 ist wahrscheinlich vollkommen ausreichend. Ich bin mit dem Wheel, glaube ich, noch nie gefahren, aber so vom Grundding her ist das Wheel auch nicht schlecht. Es ist klar, es ist kein Ascher oder sowas oder kein Grid. Aber ich glaube, du hast ziemlich viele Drehregler und Knöpfe und so. Ah. Ich meine, rein optisch ist es jetzt auch nicht mein Wheel, wo ich sage, so, das ist das Geilste, was ich hier gesehen habe. Aber von der Funktion her finde ich schon, glaube ich, auch ganz geil. Ich meine, das Grid MPX ist jetzt auch von der reinen Optik her nicht das schönste Wheel, was ich jemals gesehen habe. Aber es ist super funktionell mit den ganzen Drehreglern und Knöpfen und so. Und dir bringt halt ein super schönes Wheel nichts, wenn es halt wenig Knöpfe hat oder die Knöpfe an der falschen Stelle oder. Ja. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr geile, schöne Wheels mit sehr guter Funktion. Aber die sind meistens auch Costa Quanta. Costa Quanta Arsch. Boah, Junge, hier, also Tech Invicta. 27 Newtonmeter, Alter. 27 Newtonmeter ist, finde ich, schon eine wilde Hausnummer. Braucht kein Mensch, aber trotzdem irgendwie beeindruckend. Ich meine, sind 2 Newtonmeter mehr als bei der Simucube 2 Pro. Oder ein Logitech G29. Let's go! Aber ich glaube, hier, wenn du so eine Moza R12 mit dem Lenkrad nimmst, bist du, also, was heißt als Anfänger? Das, ich glaube, das wäre so ein sehr, sehr, sehr guter Step für viele, die, sagen wir mal, vielleicht mit einer kleinen Fanatec oder mit einer kleinen Moza unterwegs sind. So mit 5 Newtonmeter oder so. Wenn ihr ein Upgrade machen wollt, ist diese R12, glaube ich, schon mit dem Lenkrad ein sehr geiles Update. Preis-leistungsmäßig. Klar, du kannst nach oben hin immer mehr haben und immer besser. Würde ich jetzt so sagen. Ja. Aber Asetek hätte ich auch... ich bin noch nie eine Asetek gefahren. Also... Aber das ist das Gute bei Moza. Du hast bei Moza halt in jedem Bereich, du hast 3 Newtonmeter, 5, 9, 12, 15, 21. Du hast halt in sehr vielen Bereichen, du hast halt eigentlich von klein bis groß alles dabei. Ich meine, ich persönlich würde bei höheren, je höher es geht von den Newtonmetern her, würde ich immer wahrscheinlich so ab 15 Newtonmeter würde ich irgendwie auf Simucube gehen oder auf Asetek. Aber alles unter 15 Newtonmeter, würde ich auch sagen, kann man auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr gut Moza fahren. Aber ich persönlich bin halt noch nie eine Moza gefahren, eine große. Mit den richtigen Settings und so. Deswegen kann ich jetzt nicht beurteilen, wie gut oder schlecht die ist im Vergleich zu einer Simucube. Ja. Sollen wir das? Was? Was klingt gut? Thomas? Moza R9 in einem kleinen Rig funktioniert bei mir wunderbar. Genau, das ist auch mal die Frage, was hast du für Möglichkeiten? Wenn du ein kleines Rig hast, lohnt es sich nicht, eine 25 Newtonmeter Wheelbase daran zu donnern, wenn das Ding nicht komplett stabil ist. Und ich bin auch erstmal an meinem Rig damals mit dem T300 gefahren. Da gab es aber noch nicht diese ganzen 5 Newtonmeter Wheelbases oder 8 oder sowas oder 12. Gab es damals nicht in der, also nicht in der Menge. Und deswegen bin ich von T300 direkt auf Simucube gegangen damals. Mittlerweile hast du aber so viele Zwischenlösungen, da wird jeder fündig eigentlich. VRS-Base ist auch auf jeden Fall eine Alternative. Die ist immer so ein bisschen unterm Radar, aber preis-leistungstechnisch ist das auch eine sehr gute Wheelbase. Ich persönlich finde es halt immer, ich glaube, die Software und so ist bei Simucube oder Asetek und so alles ein bisschen angenehmer. Aber es tut sich eigentlich nichts. Das ist immer Meckern auf hohem Niveau, wenn du es so willst. Aber wenn du aus Preis-Leistungssicht guckst, dann lohnt sich wahrscheinlich eine VRS mehr als eine Simucube 2 Pro. Aber ich persönlich würde immer auf eine Simucube 2 Pro gehen, weil ich das Ding einfach gut finde. Simagic gibt es auch noch, ja. Simagic gibt es auch noch. Also daran merkt ihr, es gibt ja so viele Player mittlerweile auf dem Markt. Ja. Genau, das ist halt das Ding, das habe ich auch gemerkt, wo ich auf eine Direct Drive Wheelbase gegangen bin, aber das ist halt auch heutzutage nicht mehr so krass, weil ihr habt es ja gerade gesehen, zum Beispiel hier dieses Asetek Wheel, das kostet irgendwas im Bereich 500–600 Euro, glaube ich. Ist auch noch viel Geld, aber es gibt... Raus. Wie bitte? Ich bin mal raus, wir hören uns morgen. Jo. Ich bin auch raus. Haut rein. Marix, fährst du morgen LM? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ja, rein morgen. Nein, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung, mal gucken. Ich muss mich ja noch auf Sprout Cup vorbereiten, Setup bauen und so. Ist so. Vielleicht lassen wir auch die Setups einfach mal die Community bauen und die sagen Regler nach links oder rechts. Ja. What preset? Invertierte Lenkung, Junge. Let's go. Einfach mal Max-Newton-Meter fahren. Mal gucken, was das Ding so kann. Ja, mal gucken, was der Bizeps so kann. Ne? Okay, bis morgen. Jo, bis morgen. Ja, nee, passt schon. Passt schon. Okay. Passt schon. Ciao. Jo, okay. Ich bin auch da. Tschüss. Tschüss. Was soll ich sagen? Genau, Simucube, Azotec ist der gleiche Motor vom Grundding her. Ich glaube, Azotec hat das Ding halt nur noch ein bisschen aufgetuned, so ein bisschen verfeinert und einfach ein anderes Design drum gepackt und einen anderen Quick Release und sowas und vielleicht eine andere Software. Aber vom Grundding her ist es schon sehr ähnlich. Ich habe keine Ahnung, ob es im Detail besser ist, eine Azotec. Aber ich würde sagen, die tun sich da alle nicht viel. Simagic ist aber auch, so wie ich gehört habe, eine sehr gute Alternative zur Zeit oder mittlerweile. Für mich als Anfänger mit einem Budget von 2.000 bis 3.000 Euro von Stuhl, Lenkrad und Pedale. Ja, wenn du alles reinrechnest mit Rig und so, und sagen wir mal ein stabiles Rig bist du mit 700 Euro, oder was kostet ein stabiles Rig? 700 Euro, 700, 800 Euro. Sagen wir 700 Euro. Dann hast du einen Rig. Wenn du dann noch Wheelbase und Lenkrad dazu rechnest, beziehungsweise einen Sitz dazu rechnest, dann bist du bei 1200 Euro. Wenn du so einen jetzt hier nimmst, so einen Momo Daytona Evo, bist du bei 1200 Euro insgesamt mit Rig. Und wenn du dann noch eine Wheelbase draufrechnest mit Pedale, dann bist du schon schnell bei 3.000 Euro, ne? Plus Lenkrad. Ich persönlich würde Stand jetzt zu diesem Zeitpunkt kein Fanatec nehmen, weil es einfach da draußen bessere Möglichkeiten, bessere... Sagen wir mal insgesamt gesehen, es kommt immer darauf an, aus welcher Sicht du es siehst. Wenn du jetzt auf Konsole und alles noch fahren willst, dann ist Fanatec immer noch... wichtig und gut, weil du kannst mit Simucube und so nur mit, sagen wir mal, Umwegen oder mit irgendwelchen Rumgebasteln und so auf Konsole fahren. Ne, da gibt es auch Möglichkeiten, aber Fanatec hat da den besten Support, so was das angeht. Aber ich persönlich, ich finde halt vom Force-Feedback und insgesamt von der Qualität, sage ich mal, des Force-Feedbacks und allem, finde ich andere Wheelbases besser. Aber... Fanatec hat auch noch gute Produkte so an sich. Es ist immer die Frage mit der Lieferbarkeit, wie das da momentan ist, keine Ahnung. Die hatten ja auch ihre Schwierigkeiten. Genau, die haben halt eine große Auswahl und da ist auch für jedermann in irgendeiner Form was dabei. Aber wenn du halt spezifisch jetzt für einen PC im Bereich, sagen wir mal, so eine CSLDD zum Beispiel, eine CSLDD würde ich persönlich sagen, kannst du auch nehmen. Ne, da gibt es ja Moza, eine R5, eine R9 und so. In dem Bereich kannst du auch eine CSLDD nehmen. Klar. Wobei ich sagen würde, ich persönlich, ich würde wahrscheinlich sogar zu Moza gehen. Aber ich habe auch so eine spezielle Meinung zu Fanatec. Weiß ich nicht. Die hat nicht jeder. Ich persönlich finde halt einfach andere Marken mittlerweile besser. Von der Philosophie her, Fanatec hat damals eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht und so, aber die haben mittlerweile irgendwie so, die haben sehr, sehr viel Geld für Marketing rausgeballert und die haben irgendwie nachgelassen, für mich vom Eindruck her, was die Entwicklung angeht und so. Finde ich persönlich. Ich finde, andere Marken haben da einfach bessere Arbeit gemacht, haben da aufgeholt und deswegen, ja, würde ich halt eine andere Marke nehmen wahrscheinlich. Aber das kannst du halt nicht pauschalisieren. Wenn Fanatec vielleicht irgendein Bundle hat, was für dich gerade perfekt ist, mit irgendeinem Lenkrad und einer Wheelbase und mit PlayStation Support und allem Pipapo für 400 Euro oder 500 Euro, sondern kann das für dich das perfekte Bundle sein. Deswegen kann man das nie pauschalisieren. Ja. Genau, DD1, das sind ja auch alle schon relativ alte Wheelbases. Das sind ja noch die ersten Wheelbases, wenn du es so willst, von Fanatec. Also die ersten Direct Drives. Und da kam nie irgendwie eine Weiterentwicklung in irgendeiner Form. Ich meine, ne, wie gesagt, Gumball hatte ja eine DD1 oder eine DD2. und ist jetzt auf Simucube umgestiegen und er muss sich auch erstmal dran gewöhnen. Deswegen, der kann es auch noch nicht beurteilen, was er jetzt genau besser findet, weil ein Umstieg ist über Umgewöhnung. Guck mal, wie ich zum Beispiel mit meinen Simucube-Pedalen jetzt gestruggelt habe am Anfang. Durch die Umstellung. Und da hätte ich auch nicht direkt sagen können, meine Simucube-Pedale finde ich viel besser oder so. Es ist halt mal ungewohnt. Manchmal ist es sogar ein Rückschritt. Du bist langsamer, du musst dich neu dran gewöhnen. Und so ist es dann auch manchmal, ne? Heißt nicht immer, dass man, wenn man sich neues Equipment holt, dass man automatisch besser ist oder einfach sich besser fühlt oder so. Ein Motion Rig, weiß ich nicht, ob das was für mich wäre. Es wäre mir, glaube ich, zu too much irgendwie alles. Rein zum Streamen und sowas finde ich persönlich. Klar, du kannst es einstellen, du kannst das so vom Feedback her. Ich glaube, Dan Suzuki hat ja auch so eins, ne? Und sagen wir mal, du stellst das Ding nur auf halbe Kraft oder auf 10% oder sowas und du kriegst so ein ganz leichtes Feedback, dass du mal so die Gänge so ein bisschen spürst oder sowas. Ich glaube, das wäre ganz cool. Aber ich glaube, so richtig nutzen würde ich das nicht, weil mich das zu sehr ablenken würde. Vermutlich, aber wissen tue ich es jetzt nicht. Ich bin schon mal eins auf der Sim-Expo gefahren und das hat mir auch Spaß gemacht. Aber es ist halt immer die Frage, so VR macht auch wahrscheinlich Spaß. Ich würde es aber nicht nutzen zum Streamen und sowas. Ne? Deswegen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Guter Tag gewesen, gutes Rennen gewesen, bin ich ehrlich zu euch, hätte ich nicht gedacht. Ist noch einigermaßen gut für uns ausgegangen, nachdem ich gedacht habe, okay, das wird heute wahrscheinlich eine enge Geschichte, war es auch, aber ich dachte, es wird ein bisschen schmerzhafter für uns. Deswegen, ja, war es an sich ein gutes Rennen. Leute, ich bedanke mich bei euch. Danke für den Support. Danke fürs Dabeisein. Danke für die Däumchen. Und bis demnächst. In alter Frische. Wir sehen uns im Sprout Cup spätestens. Bis Samstag. Morgen weiß ich noch nicht, was geht. Müssen wir mal gucken, spontan. Haut rein. Ciao. Ciao. Und meine Maus ist schon wieder weg. Beste Leben.